Und damit herzlich willkommen, liebe Bundesliga-Freunde, zu einer neuen Bundesliga-Prognose. Nicht wie dort oben rechts steht für den 15. Spieltag, sondern für den 16. Spieltag. Das ist irgendwie bei FIFA so eine Sache. Er zeigt das manchmal nicht richtig an, aber ist egal. Wir nehmen uns den 16. Spieltag vor mit dem 1. FC Köln in München. So, die Münchner letzte Woche oder am vergangenen Wochenende mit einem 0:1-Sieg gegen die Frankfurter. War jetzt auch kein Glanzstück. Aber was die Kölner da fabriziert haben, also das muss man tatsächlich erstmal schaffen. Gegen den SC Freiburg. Also das war, also puh, da ist einiges an Wiedergutmachung nötig. Weil das erinnert doch irgendwie sehr stark an das Derby Dortmund-Schalke. Und also ich bin noch immer so ein bisschen sprachlos nach dem, was da so abgelaufen ist. Das ist echt, da muss man fast Respekt haben, dass man sowas noch vergeigen kann. Aber mein Gott, ich will jetzt nicht sagen, beim FC ist alles möglich, aber irgendwie, ja, fehlen da einem so ein bisschen die richtigen Worte für das, was da passiert ist. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal hier auf das Spiel konzentrieren. Denn nach dem, was da passiert ist, muss jetzt erstmal, irgendwie muss ein Umbruch her bei Köln. Oh, scheiße. Und soll ich ganz ehrlich sein, Freunde, so wie das jetzt hier gerade bei mir anfängt, befürchte ich auch, könnte das nächste Woche, ach Quatsch, nicht nächste Woche, diese Woche in München passieren. Wir haben ja englische Wochen. Also doppelte Belastung diese Woche für alle Teams. Ja, ja, oh, schade. Und dann ist die Hinrunde auch schon durch. Nach dieser englischen Woche. Ich muss mich jetzt echt gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ah! Ich weiß nicht so recht, wie ich es machen soll gerade. Oh, Cordoba. Oh, der muss sitzen. Der muss sitzen. Da hättest du aber auch keine Zeitung mehr zwischengekriegt gerade. Naja. Gut, wir haben nachher noch die zweite Halbzeit. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, zumindest den Ausgleich hier jetzt schon in Halbzeit 1 zu machen. Die Pässe in die Spitze, die sind auch ein bisschen, ne? Also, das haben wir schon besser erlebt. Oh nein, 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 nein. Was hat er denn jetzt gepfiffen? Okay, ein Foul. Ja, ja. Oh, hab ich noch. Und jetzt rein das Ding. Oh. Mir juckt gerade die Nase, Freunde. Ist nicht schön. Ich habe gerade irgendwie, kriege ich auch keinen Rhythmus rein, so richtig. Und jetzt bin ich auch noch, bei der nächsten Unterbrechung ganz kurz mal eben Nase kratzen.
Oh, kennt er ditte? Wenn es so. Oh. Boah, vor allen Dingen, wenn du gerade nicht kratzen kannst. Boah, ich werd gerade irre. Ah, boah, jetzt aber. Oh, tut das gut. Ah, zu lange gezögert. Boah, das ist ja eine Katastrophenhalbzeit hier. Das ist ja an Unfähigkeit kaum noch zu unterbieten, was ich hier gerade auf den Rasen bringe. Oh, jetzt kann ich endlich in Ruhe kratzen. Oh, ist das eklig. Oh, ist das geil. So. Entschuldigung, Freunde, aber oh, das hat gerade so dermaßen gejuckt an der Nase. Kriege ich heute noch so richtig eine drauf. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus hinten. Wir müssen jetzt ein bisschen Druck aufbauen hier. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dass wir noch einen kriegen. Aber das kann schon mal passieren. Ah. Boah, und jetzt steht er trotzdem noch dazwischen. Boah, ich krieg hier irgendwie überhaupt keinen Rhythmus in das Ganze. Ich weiß auch nicht, wie ich das in Angriff nehmen soll, weil da ist keine richtige Bewegung, so wie ich sie brauche. Dann ist keine Ballsicherheit da und dann kriegen sie den Ball nicht behauptet. Oh, siehst du, und dann kommen noch so kleine Nicklichkeiten dazu. Individuelle Unterschiede, die man dann deutlich spürt. Ja, ein bisschen sehr weit getrieben. Ja, und jetzt weiß ich nicht wirklich wie. Das ist hier wie beim Handball gerade, so ein bisschen um den Strafraum immer schön rum, aber nichts Zählbares, was dabei rumkommt. Oh, siehst du, und dann kriegst du so eine Bälle nicht behauptet. Oh, unterlaufen. Oh, ja, ja. Oh, er deutet die Bewegung nach vorne an. Ich denke, dass er in einen Laufpass gehen will oder dass ich einen Laufpass spielen kann. Was macht er? Er bricht die Bewegung ab. Ey. Und dann landet der Pass sonst wo. Oh nein. Uff. Schwein gehabt. Na, wenn das mal nicht eine Pleite wird hier. Jawohl. Oh, dann werde ich an der Flanke so ein bisschen gehindert und das Ding geht genau zum Torhüter. Mann! Ich muss noch offensiver werden. Geht nicht anders. Ich muss gucken, dass ich irgendwie Druck aufs Tor kriege. Oh.
dann laufen die nicht so richtig schön ein, wie ich mir das wünschen würde. Dann kriegst du auch vorne in der Spitze im Strafraum nur schlecht mal so einen Überraschungsmoment kreiert. Und es läuft keiner den Flügel ab. Das sind hier so verkettet. Das ist so eine Verkettung von Situationen, die dann einfach verhindern, dass irgendwie was Zählbares. Dass du irgendwie was Zählbares umgesetzt kriegst. Da wird nicht richtig gelaufen. Dann sind die Pässe totale Grütze. Siehe, guck dir das mal einer an. Die können machen, was sie wollen, ne? Das ist doch traurig hier. Es ist vor allem traurig, dass das beim FC Köln momentan tatsächlich ähnlich aussieht. Oh. Und dann hast du diese eine Großchance und machst sie nicht. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, na, das wäre es ja jetzt gewesen, Alter, wenn das jetzt der Ausgleich. Ey, oh nein. Tja. Ich befürchte fast so ein bisschen, dass dieses Ergebnis gar nicht mal so unrealistisch ist. Ich tippe leider sogar auf eine noch höhere Niederlage für den ersten FC Köln. Tut mir leid für die Köln-Fans. Ich wäre auch froh, wenn es mal nicht so wäre. Aber was man da momentan von den Kölnern einfach sieht, das ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Muss man leider so sagen, wie es ist. Und vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen das letzte Spiel berücksichtigt, die Zeichen stehen halt leider in diese Richtung, dass der FC Bayern das Ding gewinnen wird gegen den FC. Aber da lassen wir uns überraschen. Wir schauen mal am Wochenende. Und dann werden wir sehen. Ich tippe hier tatsächlich sogar ein 2:0 für den FC Bayern. Und das ist noch sehr freundlich getippt. Aber lassen wir uns überraschen. Das hier war es jetzt erstmal mit dieser Bundesliga-Prognose. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.